Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wir freuen uns, diese inshallah gläubigen Gesichter wiederzusehen. Möge Allah azawajal niemanden hier aus dieser Sitzung aufstehen lassen, außer dass er ihm vollständig die Sünden vergibt. Allahumma amin. Liebe Geschwister, jeder von uns weiß, dass diese Tage schwere Tage sind. Und ich rede nicht nur speziell über diese Tage, sondern auch schon vorher. Und daher möchte ich heute meine lieben Geschwister, die ich für Allah subhanahu wa ta'ala liebe, motivieren, diese großartige Religion zu praktizieren, komme was wolle. Und ich habe euch ein Geschenk mitgebracht von unserem Liebling Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der mit Sicherheit jedes gläubige Herz berührt. Und ich rede nur über gläubige Herzen. Ich verspreche euch, ein jeder wird heute hier rausgehen, bi'idhnillahi samia al-alim, und sagen, Alhamdulillah, diese Geduld lohnt sich. Eine Geduld, die bitter ist im Geschmack, aber dessen Ausgang etwas Süßes ist, das Paradies. Möge Allah azawajal uns allen das Paradies gewähren, ohne vorherige Abrechnung. Allahumma amin. So berichtet Abu Tha'laba an Abi Tha'laba radiyallahu anhu wa arda, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna min wara'ikum ayyam as-sabr. Inna min wara'ikum ayyam as-sabr. As-sabru fihi mithlu qabdin 'ala al-jamr. Er sagte alayhi salatu wa salam, vor euch liegen Tage der Geduld. Überlegt, in welcher Zeit wir jetzt leben. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam damals schon zu den Sahaba radiallahu anhum, das war eine direkte Ansprache an sie. Vor euch liegen Tage der Geduld. Das heißt, ihr müsst an diesen Tagen geduldig sein. Warum? Geduld an diesen Tagen zu zeigen, ist, als ob man an glühend heiße Kohle festhält. Wer von euch grillt regelmäßig? Da habe ich keine Sorge. Beim Thema Essen sind die Muslime immer sehr weit voran, Alhamdulillah. Wenn ein Kohlestück erhitzt wurde, im Grill, wie lange wirst du es in der Hand halten können? Nicht mal eine Sekunde, diese Stimme kenne ich. Alhamdulillah. Du bist der Neue, ja? Alhamdulillah. Nicht mal eine Sekunde, ich sage nicht mal eine Millisekunde. Glühend heiße Kohle in der Hand, du wirst das sofort wieder aus deiner Hand werfen. Er sagte, Geduld an diesen Tagen zu zeigen, und subhanallah, das sind die Beispiele der Propheten, ist, als ob du an glühend heißer Kohle festhältst. Bedeutet, sehr schwer an diesen Tagen Geduld zu zeigen. Und der Hadith geht weiter, liebe Geschwister. Er sagte weiter, لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلَا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ. An diesen Tagen Geduld zu zeigen, ist für denjenigen, der diese Geduld umsetzt, das mitmacht, beweist, dass er ein wahrer Muslim ist, so wird ihm der Lohn von 50 Männern zuteil werden. 50 Männern. Bedeutet, wenn er an der Sunna festhält, wir kommen danach dazu, so wird er den Lohn bekommen von wie vielen Männern? 50 Männern. 50 Männern bedeutet, wenn 50 Männer eine Tat machen, so wird er den Lohn von diesen 50 Männern bekommen. Dann sagte er weiter, قالوا يا رسول الله. Die Sahaba fragten dann, O Gesandter Allahs, أجر خمسين منهم, meinst du den Lohn von 50 Männern, von ihnen, von gewöhnlichen Männern? قال أجر خمسين منكم, vielmehr meine ich, dass er den Lohn von 50 Männern von euch Sahaba bekommt.
Allahu Akbar, den Lohn von 50 Sahaba von euch bekommt. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist bei Abu Dawud und At-Tirmidhi und Sheikh Al-Albani, Rahimullah Ta'ala, sagt in Silsila As-Sahiha, dass sie authentisch ist. Ein weiterer Zusatz zu dieser Überlieferung, لِأَنَّكُمْ تَجِدُونَ عَلَى الْخَيْرِ أَعْوَانَا وَهُمْ لَا يَجِدُونَ عَلَى الْخَيْرِ أَعْوَانَا. Weil, wenn ihr an diesen Tagen das Gute begeht, der Sunna folgt, so sollt ihr wissen, ihr bekommt deswegen den Lohn von 50 Sahaba. Ich gebe euch gleich den Tafsir von diesem Hadith, die Erklärung. Ihr bekommt deswegen den Lohn von 50 Sahaba, weil diese Leute, die nach mir kommen, sie finden keine Unterstützer. Keiner, der mit ihnen diesen Weg beschreitet. Während ihr Sahaba viele Unterstützer habt, ihr habt euch einander und ihr seid eine Jama'a und ihr seid diesen Weg gegangen gemeinsam. Dieser Zusatz, liebe Geschwister, ist unter anderem bei Abu Dawud und Al-Bazzar und anderen und nach Sheikh Al-Albani, Rahimullah Ta'ala, authentisch. Lasst uns diesen Hadith studieren. Subhanallah. Er sagte von der einen Seite, und das ist unsere Religion, sie zeigt dir nicht nur eine Medaille auf. Nein, sie zeigt dir die Kehrseite von beiden Medaillen auf. Von der einen Seite haben wir schwere Tage vor uns. Tage der Geduld. Von der anderen Seite hat uns die Religion nicht nur mit dieser Anstrengung alleine gelassen, uns nicht nur mit dieser Bitterkeit alleine gelassen, sondern uns gleich den Lohn aufgezeigt. Und derjenige, der den Lohn für eine Sache kennt, so wird er geduldiger sein. Jetzt stellt euch vor, wenn wir geprüft werden, möge Allah azza wa jalla uns nur mit etwas prüfen, was wir auch aushalten. Allahumma amin. So wisst ihr, diese Prüfung ist schwer auszuhalten. Aber woran denkst du, wenn du geprüft wirst? Du speziell. Woran denkst du? Bitte? An die Strafe? Wenn du geprüft wirst? An die Belohnung. Nicht an die Strafe. An die Belohnung. So. Wenn ich an die Belohnung denke, was wird mit der Prüfung werden? Sie wird für mich leichter oder schwerer zu ertragen sein? Leichter zu ertragen. Zudem, wenn du geprüft wirst, was beweist Allah dir mit dieser Prüfung, dass er dich prüft, der du Allah fürchtest und einen geraden Weg in der Religion beschreitest? Was beweist Allah dir mit dieser Prüfung? Hä? Was beweist Allah dir? Er liebt dich, subhanahu wa ta'ala. Jetzt stell dir vor, du bist in so einer Prüfungsphase und wüsstest nicht, dass Allah dich liebt, auch nicht, dass du belohnt wirst. Und in einer Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, inna idham al-jaza ma' idham al-bala. Die Höhe der Prüfung, die Höhe der Belohnung entspricht die Höhe der Prüfung. Je stärker du geprüft wirst, umso gewaltiger dein Lohn. Stell dir vor, du wüsstest das nicht im Hinterkopf. Wie wäre es, diese Prüfung zu ertragen? Antwort, sehr schwer. Sehr schwer. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Leuten immer frohe Botschaften gemacht. Einmal hat er jemanden besucht, der lag in seinem Bett, weil er sehr krank war. Und dieser hatte ein sehr hohes Fieber gehabt, liebe Geschwister. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu ihm, liebt ihr euren Propheten nicht? So sagte er zu ihm, über das Fieber, was dieser Mann hatte und welches ihn belastet hat, er sagte, das wäre dein Anteil in Jahannam an Hitze. Allah hat es dir mit dieser Dunya genommen. Allah hat es dir mit der Dunya genommen. Das bedeutet, sei standhaft. Zeige Geduld. Und so ist das, liebe Geschwister. Wenn unsere Schwestern draußen mit Hijab oder Niqab laufen, möge Allah azza wa jalla unsere Schwestern bewahren und sie beschützen, dann werden sie belohnt dafür. Wenn du draußen als Bärtiger läufst, und unser Bart ist kein Hells Angels Bart oder ein Bart von, ich weiß nicht, irgendein Sänger oder Schauspieler, man sagt, wir haben einen Prophetenbart. Das ist der Bart der Sunna. Und den sehen die Leute anders, als wenn du jetzt zum Beispiel ein Rocker wärst oder irgendein bekiffter Musiker. Da würden sie nicht auf dich achten. Aber weil du den Bart aus religiöser Hinsicht trägst, so wirst du von den Leuten begafft. Sie gucken dich an.
إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. Wahrlich, die Leute des Übels haben sich über die Gläubigen lustig gemacht. Du wirst belohnt. Jedes Mal, wenn du herausgehst mit diesem Bart, und nimm ihn immer mit, lass ihn nicht zu Hause. Jedes Mal, wenn du herausgehst mit diesem Bart, wirst du belohnt. Das muss immer in deinem Hinterkopf sein. Und wann auch immer du geprüft wirst von Allah Azza wa Jalla, wisse, diese Prüfung hat mehrere Gründe. Allah liebt dich. Würde uns das reichen? Wallahi al-Azim, jeden Gläubigen würde das reichen. Noch mehr, Allah Azza wa Jalla, er vergibt dir mit dieser Prüfung die Sünden. Allahu Akbar. Allah vergibt mir die Sünden. Allah vergibt dir die Sünden. Noch mehr. Allah subhanahu wa ta'ala, er erhöht deine Stellung im Paradies. Und macht überhaupt die Prüfung zu einem Grund, für dich in das Paradies hereinzukommen. Hört, was Al-Hasan al-Basri, rahimullah ta'ala, einer der Tabi'in sagte, einer der Schüler der Sahaba. Er sagte, لو لا مصائب الدنيا قدمنا على الله مفليس. Wenn diese Prüfung in der Dunya nicht wären, womit wir belastet werden und was uns nicht schmeckt und was uns sehr, sehr traurig macht manchmal, wenn diese Prüfung in der Dunya nicht wären, würden wir zu Allah mit leeren Händen zurückkehren. Allah, er segnet und ehrt dich, wenn er dich prüft. Denn wenn er dich nicht liebt, was macht er? Prüft er dich oder nicht? Allah subhanahu wa ta'ala öffnet dir die Türen zu allen möglichen Dingen, die ein Mensch nur liebt. Hadith, Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer Überlieferung bei Imam Ahmad, إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُعْطِي عَبْدَهُ مَا يُحِبِّ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْهُ إِسْتِدْرَاجٍ. Wenn du siehst, dass Allah Azza wa Jal einem Diener gibt, er gibt ihn. Hier hast du viel Geld, mein Diener. Hier hast du viele Frauen. Hier hast du Haram und Haram und Haram. Er gibt ihn, was dieser Diener liebt von der Dunya. Und dieser Diener ist ein Sünder, so sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam. Wisse, das ist eine Strafe von Allah. Und subhanallah, wir Masakin, wir sehen manchmal eine Person, der hat jedes Mal vielleicht eine neue Freundin. Die Leute, die kein Wissen haben von unseren Leuten, denken, warum kriegt er so viele Gnaden? Das sind keine Gnaden, das ist vielmehr eine Strafe. Warum hat er so viel Geld? Warum hat er so viel Reichtum? Alles eine Strafe von Allah. Was in deinen Augen gut aussieht, ist bei Allah Azza wa Jal nichts anderes als Strafe. Daher wisse, wenn du nicht geprüft wirst von Allah Azza wa Jal, dann mach dir die größten Sorgen. Die Sahaba radiallahu anhum haben sich Sorgen gemacht, wenn sie nicht geprüft wurden. Aber wenn sie geprüft wurden, dann wussten sie, sie sind auf dem richtigen Weg. Daher sage ich dir, o Diener Allahs, wenn du zum Beispiel eines Tages zu deiner Arbeitsstelle gehst, dann hörst du, du wirst gekündigt, weil du dein Bart nicht abrasieren möchtest. Dann kommst du nach Hause und deine Frau streitet sich mit dir. Und dann fährst du raus, weil du willst diese Person erstmal nicht sehen und dein Auto springt nicht an. So sagst du, ein mieser Tag, ich sage dir, der beste Tag für dich. Weil wenn Allah dich nicht lieben würde, würdest du auch nicht von ihm geprüft werden. Das ist die Einstellung von einem Muslim. إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ. Wenn Allah ein Volk liebt, dann, wenn Allah ein Volk prüft, dann, wenn Allah ein Volk liebt, ihr seid nicht mit mir, wenn Allah ein Volk liebt, dann prüft er dieses Volk. Wenn du Geduld zeigst bei dieser Prüfung, wird Allah Azza wa Jal dich noch mehr lieben und er wird dich um Rangstufen im Paradies erhöhen, subhanahu wa ta'ala. Daher meine Botschaft an euch, je stärker die Prüfung an diesen Tagen, umso gewaltiger werdet ihr belohnt werden, liebe Geschwister. Dieses ist ein schöner Zusatz. Sie haben Unterstützer gefunden in ihrer Zeit, die Sahaba. Was uns anbelangt, schaut,
Ich höre manchmal von Geschwistern, dass sie der Einzige in einer Gegend, in einem Ort ist, dass er der Einzige an einem Ort ist, der die Sunna richtig praktiziert. Ein Einziger. Ich höre von manchen Schwestern, sie ist die Einzige an ihrem Ort, wo sie wohnt, die Hijab trägt. Leicht für diese Leute oder schwer? Schwer. Wallahi, sehr schwer. Wo sind ihre Unterstützer? Im Gegenteil, wenn du die dort ansässigen Muslime, die Juhal sind, die unwissend sind, fragst, dann sagen sie, schau mal, der ist eine Schande für uns in der Religion. Und meint den Wertigen. Oder er zeigt auf die Schwester und sagt, ja, durch solche Leute bekommen wir Probleme in diesem Land. Das heißt, nicht nur die Islamhasser sind gegen dich, sondern auch dein eigener sogenannter Bruder oder deine eigene sogenannte Schwester. Tage der Geduld. Inna mi waraikum ayyama sabr. Vor euch liegen Tage der Geduld, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, wir haben gesagt, er bekommt den Lohn, wer an diesen Tagen der Sunna folgt, den Lohn von wie viel Sahaba? Was haben wir gesagt? 50 Sahaba. Abul Bara, ich habe dich so weit verstanden. Heißt das jetzt, ich bin besser als Abu Bakr und Omar und Uthman und Ali? Bleib auf dem Bett. Bleib auf dem Teppich. Das heißt nicht, dass du besser bist wie sie. Warum? Wer waren diejenigen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen haben? Die Sahaba. Wer waren diejenigen, die ihn bei seiner Botschaft unterstützt haben? Sahaba radiallahu anhum. Wer waren diejenigen, die den Islam verbreitet haben, sodass wir heute in dieser Zeit auch Muslime sind? Die? Also wirst du niemals besser als ein Sahabi sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La tasubbu ashabi, beleidigt nicht meine Sahaba. Gibt es Leute, die Sahaba beleidigen? Mit den übelsten Wörtern? Und sie sogar als Kuffar bezeichnen? Möge Allah uns nur auf der Gruppe von Ahlus Sunnah befestigen. Er sagte, beleidigt, beschimpft nicht meine Sahaba. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. Jetzt schwört er. Wer? Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt. لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا. Wenn einer von diesen Männern, nicht die Sahaba, wenn einer von den Männern so viel an Gold spenden würde, wie der Berg von Uhud umfasst. Wer sagt mir, wie lang ist der Berg von Uhud? Am besten die, die mit mir in der Umrah waren. Scheint, dass du dabei warst. Tfadal Muhammad. 300 Meter breit? Ja. 6 Kilometer lang? Tu noch einen drauf, inshallah. Sei nicht so geizig. 7 Kilometer. 7 Kilometer lang. 7 Kilometer lang. Das ist zum Beispiel von hier bis zu Abdul-Haqs Wohnung, oder? Nee, noch nicht ganz. Abdul-Haq wohnt noch weiter. Aber 7 Kilometer ist schon eine Strecke. Und stellenweise 3,5 Kilometer breit. Das ist der Berg von Uhud. Wenn du das als Gold spenden würdest, würdest du niemals an dessen Lohn herankommen von einem Sahabi, niemals an dessen Wert herankommen und nicht mal die Hälfte davon. Nur damit ihr wisst, wenn wir den Lohn bekommen von 50 Sahaba, was der gewaltige Lohn bei dieser ganzen Sache ist, liebe Geschwister. Subhanallah, wenn wir an diesen Tagen die Sunna praktizieren, die verloren gegangen ist unter den Leuten, so sind wir Huraba. Ich denke, ihr kennt alle den Nasheed, hä? Ghuraba. Teil. Ghuraba bedeutet was auf Deutsch? Fremd. Fremd bedeutet, warum fremd? Frage, sind wir fremd? Eigentlich vom Ursprung, sind wir fremd, wenn wir jetzt bärtig durch die Gegend laufen? Sind wir fremd? Sind unsere Frauen fremd, wenn sie mit dem Hijab und dem Niqab auf der Straße laufen? Sind wir fremd? Oder hat sich lediglich der Maßstab bei den Leuten geändert? Hä? Der Maßstab hat sich geändert. Du siehst, wenn eine Frau mit Niqab auf der Straße läuft oder mit Hijab, dann kommt eine Muslima, sie ist eine Muslima, weil wir können eine Person nicht ausschließen dafür, dass sie nur einen Minirock anhat. Wir sind nicht Hardcore-Takfiris, möge Allah uns bewahren. Wenn diese Schwester mit Minirock jetzt an einer Frau mit Hijab oder Niqab vorbeiläuft, dann sagt die mit Minirock, was ist denn mit dir passiert? Was ist mit dir passiert?
sagt sie zu der, die falsch oder richtig bedeckt ist. Richtig bedeckt ist. Das heißt, dass die Frau Niqab oder Hijab anhabt, das ist das Richtige. Aber als die Wahrheit zur Lüge geworden ist und die Lüge zur Wahrheit geworden ist, haben sich diese Maßstäbe geändert. Jetzt ist wer die Fremde? Die Frau mit dem Niqab, die Frau mit dem Hijab. Und genauso der Mann, der mit dem Bart läuft und mit der Sunna-Kleidung und seine Sachen, seine Hose, sein Gewand über den Knöchel trägt, er ist der Garib geworden, der Fremde, obwohl er sich an der Sunna hält. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Inna al-Islam bada'a ghariba. Wahrlich, der Islam hat, wie begonnen? Fremd begonnen. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَى. Und er wird wieder so fremd werden, wie er begonnen hat. Bedeutet, wir kehren zurück zu der Anfangszeit von Mekka, wo es wie viele Muslime gab, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam rausgegangen ist zu den Menschen. Er wusste nicht, wer wird ihm folgen. Er wusste nicht, wie wird diese Botschaft bei den Leuten ankommen. Er wusste nicht, wird er deswegen getötet, nicht getötet. Er ging raus und hat einfach ausgerufen, was Allah ihm befohlen hat. Ja, ayyuhal mudathir, qum fa'andhir. O du, hä? Was heißt mudathir? O du, Bedeckter. Geh raus und warne. Was ist das Ergebnis, Herr Allah? Geh raus und... und warne. Heute hat er wie viele Anhänger, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 1,5 Milliarden. Zeigt mir einen, der so viele Follower hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte weder Facebook noch Instagram noch irgendwas. 1,5 Milliarden stehen hinter dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah uns mit ihnen versammeln, Yawmul Qiyamah. Subhanallah. Der Islam wird wieder so fremd werden, wie er begonnen hat. Wisst ihr, wie er begonnen hat? Er ging raus und rief diese Botschaft aus. Denn Allah Azza wa Jal sagte zu ihm, وَأَنذِرْ مَنْ. Wen sollte er warnen? Wen sollte er warnen? Die nächsten Verwandten. Subhanallah. So hat er sie versammelt, als er auf dem Berg Safa gegangen ist. Und er sagte, o Stamm von so und so, o Stamm von so und so. Er sagte zu ihnen, Anqidhu anfusakum minan nar. Schützt euch alle vor einem Höllenfeuer. Sie wussten nicht, was er von ihnen wollte. Da waren seine blutseigenen Verwandten, wie zum Beispiel Abu Lahab und andere. Schützt euch vor dem Höllenfeuer, sagte er. Dann redete er weiter, indem er ihnen sagte, Inni lakum nadhirum mubin. Ich bin euch ein deutlicher Warner. Und ich komme mit der Strafe zu euch. Er hat diese Wörter nicht einmal mehr ausgesprochen. Dann stand der Erste gegen ihn auf. Wer war der Erste, der sich gegen ihn aufgelehnt hat? Abu Lahab. Abu Lahab. Wer war Abu Lahab in Bezug zum Propheten sallallahu alaihi wasallam? Sein Onkel. Die Ersten, die uns bekämpfen, sind wer? Unsere Familienmitglieder. Komm mal her, sagt er zu seinem Sohn, was machst du mir jetzt auf Scheich? Der Onkel war der Erste, der in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, ihn bekämpft hat. Er sagte, Tabban lak sa'ir al-yawm. Zugrunde sollst du gehen, ja Muhammad, für den Rest des Tages. Bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam antworten konnte, hat Allah die Ayat herabgesagt, Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Zugrunde gehen, schaut mal, Allah hat für ihn geantwortet, nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erwidert, Allah hat für ihn geantwortet. Zugrunde gehen sollen die Hände von Abu Lahab, und Allah hat ihm gleichzeitig was verkündet, dass er wo reinkommt? In das Höllenfeuer. Ist das auch so passiert? Ja. Ist das so passiert? Ist er als Muslim oder als etwas anderes gestorben? Als etwas anderes. Und das war ungefähr 10 bis 15 Jahre, sagen die Gelehrten, nach der Offenbarung dieser Ayah. Er hätte
ein Wort sagen können, wenn es auch mit Heuchelei wäre, ich nehme den Islam an. Was wäre dann mit dem Koran? Alle Mekkaner hätten gesagt, dieser Koran ist falsch. Warum sagt Allah Azza wa Jal, er kommt in das Höllenfeuer, aber er hat den Islam angenommen? Jeder hätte dann gesagt, der Koran ist falsch. Aber schaut, und einer der Namen von Allah ist Al-Qahhar. Wer sagt mir, was bedeutet Al-Qahhar? Bitte? Der Allbezwinger. Niemand kann etwas tun, außer dass Allah es zulässt. So ist Abu Lahab als Kafir gestorben. Und nicht nur das. Er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam dafür gehasst, dass er ihn gewarnt hat. Und das ist etwas Gutes, dass jemand dich warnt, bedeutet, dass du eine Chance bekommen hast, dich für das Richtige zu entscheiden. Und subhanallah, es war weg. Der Islam hat so begonnen. Der Prophet sallallahu ging raus und sah, dass die Leute ihn beschimpft haben. Sie haben ihn, nachdem sie ihn 40 Jahre als Amin gekannt haben. Was bedeutet Amin? Vertrauenswürdig. Und als Sadiq gekannt haben, als Wahrhaftigen gekannt haben, auf einmal haben sie so getan, als wüssten sie nicht, mit wem sie es zu tun haben. Und haben ihn wie genannt? Wie haben sie ihn genannt? Wie haben sie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genannt? Lügner. Bitte? Nein, wie haben sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam genannt? Mudammam. Mudammam bedeutet der Tadelswerte. Wie haben sie ihn noch genannt? Bitte? Der Verrückte, richtig. Das waren Namen, die sie ihm gegeben haben. Kathab, Lügner. Schahir, Dichter. Dieses alles zeugt davon, dass sie die Wahrheit kannten. Sie wussten, wer er war. Aber sie waren nicht bereit, der Wahrheit zu folgen. Das bedeutet, der Islam wird wieder zurückkehren, so wie er ursprünglich angefangen hat. Es wird sehr schwer werden für uns, liebe Geschwister. Und jetzt kommt wieder der Lohn. Fatoba lil Ghuraba. Darum Toba für die Fremden. Was heißt Toba? Ist keine Tube, nicht, dass du denkst, du kriegst eine Tube im Paradies, oder? Na? Ein Baum im Paradies? Ein Baum im Paradies, eine Erklärung. Habt ihr noch andere Erklärungen? Na? Das Paradies selber oder die Glückseligkeit? Nimm, was du willst. Alles, alles ist das Beste, was Allah Azza wa Jalla dir geben wird, subhanahu wa ta'ala. So sagte er, der Islam wird fremd zurückkehren, so wie er begonnen hat. Darum Toba für die Fremden. Dann fragten die Sahaba radiallahu anhum, man hum ya Rasulallah? Wer sind die Fremden, o Gesandter Allah? Schaut mal, subhanallah, diese Leute, sie wollten nur zu den Besten gehören. Was uns anbelangt heute, sagt Herr Sheikh, wie kann ich es schaffen, das unterste Paradies zu bekommen? So ein Schrebergarten im Paradies, nicht mal so bei den Betten, irgendwo unten. A'udhu billah, was ist das für eine Einstellung? Schau die Sahaba, wer sind die Ghuraba? Er sagte, alladhina yasluhuna idha fasada an-nas. Das sind diejenigen, die gut handeln, rechtschaffen handeln, wenn die Menschen üble Taten begehen. Bist du ein Radib? Ein Fremder, dann zeigt dein Beweis, machst du Gutes, während die anderen Schlechtes machen. Dann bist du ein Rabbi. Was will ich euch heute mit diesem Satz sagen? Und möge Allah Azza wa Jalla uns und euch segnen und uns allesamt im Paradies vereinen. Und wir lieben euch für Allah. Es scheint, dass ihr uns nicht liebt. Es kommt nur von unserer Seite. Alhamdulillah. Der Lockdown macht einen schon mies drauf, ich weiß. Schaut mal, liebe Geschwister. Diese Sunna ist unser Schmuck. Schmuck. Manche schmücken sich mit Haram. Wir schmücken uns mit was? Mit der Sunna. Denn dieser Schmuck mit der Sunna ist der beste Beweis. Nicht, dass du den Geburtstag vom Propheten sallallahu alaihi wasallam feierst. Hat er ihn gefeiert? Nein. Nicht, dass du Taten machst, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht liebt, sondern die wahre Befolgung der Sunna ist,
dass du dich mit der Sunna schmückst, stolz bist auf die Sunna, während andere Leute dich dafür kritisieren, bleibst du trotzdem auf diesem Weg und stehst für die Sunna ein. Komme, was wolle. Was ist die Sunna? Wer definiert mir die Sunna? Wenn dich jemand fragt, was ist die Sunna? Was sagst du ihm? Sunna ist Sunna. Er wird daraus nicht schlau. Was ist die Sunna? Der hübsche Mann mit dem Mundschutz da drüben. Bitte schön. Die Lebenshaltung von unserem Propheten. Oh, sehr, sehr allgemein. Na. Das zu machen, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Okay, näher, aber immer noch nicht die richtige Definition. Bitte. Allgemein, was er getan hat, worin er bestätigt, also was er bestätigt hat, wo er geschwiegen hat, wo er gelächelt hat. Und was halt gesagt okay, okay, wir haben jetzt schon den Zusatz. Es gibt natürlich, die Gelehrten haben verschiedene Definitionen. Die Sunna ist ma thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alles, was sich bestätigt hat. Warum sagen wir bestätigt? Weil es gibt Überlieferungen von ihm, die aber nicht bestätigt sind. Alles, was bestätigt ist über den Gesandten Allahs, was er gesagt hat und getan hat und stillschweigend akzeptiert hat. Was heißt stillschweigend akzeptiert? Wenn der Prophet sallam in einer Situation dabei war und einer hat eine Sache gesagt oder getan oder es ist irgendwas passiert und der Prophet sallam hat dazu geschwiegen, dann ist das Sunnah. Weil Ahlus Sunnah sind sich einig darüber, wenn es etwas Falsches wäre, was jemand sagt oder tut, hätte der Prophet sallam dieses korrigieren müssen. Das heißt, alles, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, getan hat und was er stillschweigend, wenn du dich darauf fokussierst, dann bekommst du den Lohn von 50 Männern. Welchen Männern? Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Was haben wir gesagt? Wenn du so viel spenden würdest wie der Berg von Uhud, was spendest? Gold. So würdest du niemals den Wert von einem Sahabi erreichen, nicht einmal den halben Wert von ihm. Khalas, das ist Sunnah. Wallahi, ich bin mir sicher. Wenn du einer Person sagst, trage ab heute ein Bad und du bekommst jeden Tag dafür 50 Euro, was wird er machen? Er wird ein Bad so lang haben, dass er darüber stolpert. Wegen was? Wegen 50 Euro. Wird Allah dir 50 Euro geben für die Befolgung? Was wird Allah uns geben? Al-Jannah. Ist das Paradies zu bezahlen mit irgendetwas? Wallahi, nein. Nein. Damals gab es eine Moderatorin, die hat sich ein Hijab angezogen, ein Niqab angezogen, nicht weil sie Muslima war, sondern sie wollte wissen, wie die Reaktionen der Menschen auf sie sind. Und sie hat das geduldig ausgehalten. Wird sie belohnt dafür? Wird sie belohnt? Nein, weil sie hat es nicht für wen gemacht? Für Allah Azza wa Jalla. Und wallahi, wir haben heute Muslime, das sage ich Ihnen. Und wir lieben sie für Allah Azza wa Jalla. Der lässt sich ein Bart wachsen, aber nicht für die Sunna, sondern weil dieses heutzutage modern ist. Der sagt dir, der Fußballspieler hat, der Rapper hat. Miskin. Er folgt jemandem, der ist nicht bei Allah, nein, der es nicht verdient, befolgt zu werden. Und er lässt denjenigen, der in allem befolgt werden muss, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wie werden wir Muslime? La ilaha illallah. Hä? Ist das ausreichend? Muhammad Rasulullah. Ohne dessen Bestätigung, dass du seinen Namen erwähnst, du kein Muslim wirst. Daraufhin folgt er irgendeinem Fußballspieler oder einem Rapper oder einem Sänger oder irgendjemanden von dieser Welt, der es nicht verdient, befolgt zu werden. Allahu Akbar. Was für ein Verlust, liebe Geschwister. Wer seinen Gesandten nicht kennt, der ist ein Miskin. Wallahi, wisset, dass du ihn kennst, bedeutet für dich, dass du in diesem Leben ein zufriedenes Leben führen wirst. Vorausgesetzt,
dass du in diesem Leben ein zufriedenes Leben führen wirst, vorausgesetzt, du tust das, um Allah zu gefallen. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونَ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, folgt dem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Das ist alles. Wer ist unser Vorbild? Unsere Antwort ist nur eine einzige. Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Das ist die einzige Antwort. Einer kam einmal zu unserem Sheikh und er sagte zu unserem Sheikh, möge Allah azawajal ihm Gesundheit schenken. Er sagte zu ihm, ja Sheikh, ich möchte gern so sein wie du. Ich möchte gerne so sein wie du. Und unser Sheikh ist immer geradeaus. Wenn jemand einen Fehler macht, dann korrigiert er ihn. Er sagt, sag nicht, du willst so sein wie ich. Denn wenn du auch so wirst wie ich, bist du immer noch schlechter als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sag vielmehr, du willst so sein wie der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Verstanden. Verstanden. Alhamdulillah. Es ist verarbeitet. Und ab jetzt sollten wir alle eins machen. Wir gehen raus und zeigen Geduld. Wir wissen, diese Tage sind schwer. Und sie werden noch schwerer werden. Und wer meine Unterrichte kennt, ich sage das seit Jahren. Und ich bereite euch auf etwas vor, liebe Geschwister. Es kann sogar sein, dass wir bald aus diesem Land auswandern müssen. Wann? Wann ist es soweit? Oder wann ist es endlich soweit? Ich sehe, ihr habt eine andere Meinung. Wann ist es soweit? Bitte? Wenn sie uns die Religion verbieten, also zu praktizieren. Also gewisse Sachen. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, unsere Religion zu praktizieren. Unwahrscheinlich? Ist das ein unwahrscheinliches Szenario? Antwort nein. Nein. Das kann von dem einen auf den anderen Tag gehen. So schnell. Und dann müssen wir bereit sein, auch einen Ort, an dem wir groß geworden sind und wo wir unsere Lieblinge haben und unser Para-Para-Geld haben, dann müssen wir auch bereit sein, dein Para kannst du mitnehmen, dann müssen wir bereit sein, hier herauszugehen. Warum? Weil wir wen mehr lieben, Allah oder die Dunya? Allah Azza wa Jal. Und derjenige, der uns hier versorgt hat, Wallahi, er wird uns überall versorgen. Überall. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu an, als die Sahaba ausgewandert sind, kam Abdurrahman zu wem? Zu einem anderen Sahabi. Dieser Sahabi sagte zu Abdurrahman ibn Auf, wenn du willst, gebe ich dir die Hälfte von meinem Vermögen. Ich bin der Reichste unter den Ansar. Der Reichste unter den Ansar bedeutet, er hat Millionen besessen. Jemand, der Reichste ist von einem großen Stamm, hat immer ein bisschen Geld. Er sagt, ich gebe dir die Hälfte des Vermögens. Und wenn du willst, dann lasse ich mich von einer meiner Frauen scheiden. Und wenn ihre Iddah-Zeit, ihre Wartezeit vorüber ist, dann kannst du sie heiraten. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu an, der auf wen vertraut hat? Auf Allah Azza wa Jal. Er sagte zu ihm, möge Allah dich segnen, deine Familie und dein Geld segnen. Zeige mir nur, wo der Markt ist. Mehr will ich nicht. Dann sagte er ihm, wo der Markt ist. Abdurrahman ibn Auf ist einer der reichsten Männer geworden. Wir würden das in dieser heutigen Zeit Milliardär nennen. Stellt euch mal vor, du kriegst jetzt ein Angebot. Der hübsche Mann mit dem Bart. Irgendwie ist zwischen uns beiden die Säule, aber inshallah. Du kriegst ein Angebot, nimm 2 Millionen, das ist ein Geschenk für mich, von mir an dich, dass du mein Bruder bist. Würdest du es nehmen? Ganz im Ernst. 2 Millionen. Dass ich mein Bruder bin? Du überlegst. Ein Bruder im Islam sagt dir, hier hast du 2 Millionen, herzlich willkommen in unserer Stadt. Ich will es dir leicht machen, nimm dieses Geld. Ibrahim? Ohne zu zögern. Ohne zu zögern. Würdest du das Geld nehmen? Was hat Abdurrahman ibn Auf gesagt?
Zeig mir, wo der... Ich will mein eigenes Geld verdienen. Heutzutage sagen die Leute, wo ist dieser Said, der ihm mehrere Millionen angeboten hat, Abdurrahman ibn Auf? Wo ist dieser in unserer Umma? Wo, der will dir sagen, wo sind die Leute, die uns geben? Dann fragen wir, und wo ist Abdurrahman ibn Auf in dieser Umma, der verzichtet hat auf das Geben? Seht ihr, liebe Geschwister, wenn man auf Allah vertraut und sein Herz hängt an Allah azza wa jal, wallahi, Allah wird dir alles erleichtern, ganz gleich wo du bist. Mach dir keine Sorgen um die Versorgung. Versorgung ist von Allah und Angst ist von Shaitan. Ash-shaytanu ya'idukumul fatr. Der Shaitan verspricht euch Armut. Allah verspricht euch aber Vergebung. Shaitan, wenn du 100 Euro in der Tasche hast und es gibt so ein Projekt, wo man spenden kann, er sagt dir, spende nicht mal einen Euro. Weil wenn du einen Euro spendest, sind es nicht mehr 100, dreistellig die Zahl, sondern nur noch 99, zweistellig. Das ist aber arm. Schaut, wie Shaitan ist. Und daher, ich will eigentlich heute fertig werden mit diesem Vortrag. Aber ich denke, wir werden das nicht schaffen, liebe Geschwister, weil ich auf die gewaltigsten Fittern eingehen möchte, über die der Prophet s.a.w. uns schon berichtet hat und unsere Gelehrten in der heutigen Zeit versucht haben zu erklären, was mit bestimmten Wörtern gemeint war vor über 1500 Jahren. Ich denke, das ist auch eine Sache, die euch sehr interessiert. Das werden wir dann für morgen belassen. Bi-idhnillahi s-samil alim, wenn Allah azza wa jal uns Leben gibt. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barak lau fikum wa jazakum la khairan.